grüße dich im Licht. Ich bin es, Misrax. Oder Mithrax, wie dein Volk sagt. Ich spreche durch einen Servitor zu dir, den wir vom Haus der Erlösung befreit haben. Er versorgt nun unser Lager, indem er Rohmaterie in Äther umwandelt, den wir zum Überleben brauchen. Ich werde damit den Paradomwürfel untersuchen, den du von den Vex geborgen hast. So nützt er uns beiden. Wir lassen uns in eurer Stadt nieder. Vielleicht hast du die Arbeit der Schriftgelehrten des Hauses des Lichts gesehen, Aido, meine Tochter. Sie hat eine Chronik unserer Reise angefertigt, aber dafür haben wir später Zeit. In dieser Stadt leben große Gelehrte und Krieger. Ikora, Osiris, Lakshmi II, selbst der Heilige. Sie haben zugestimmt, dir bei deinem Kampf gegen die Maschinen zu helfen. Und ich werde dich leiten. Ich bin ein sakraler Spleißer. Jemand, der das Licht berühren kann, das durch die Netzwerke der Vex strömt. Denn das Licht ist alles. Der Wind im Gras und die Bewegung der Galaxien. So kann ich in die Domäne der Vex blicken. Aber du... Deine Fähigkeiten könnten meine übertreffen. Ich habe etwas für dich vorbereitet. Einen Spleißer-Panzerhandschuh. Den ersten seiner Art, der nicht für Elixni gemacht wurde. Mit dem Äther, den er besiegten Gegnern entzieht, kannst du die Signale der Vex überbrücken. Kämpf dich in die Maschinendomäne vor, wie du es auf Europa getan hast. Bring mir Daten aus dem Inneren und gemeinsam werden wir ihre Geheimnisse entdecken. Kämpfe tapfer. Befreie dein Volk von dieser endlosen Nacht. Unsere letzte Zusammenarbeit ist schon eine Weile her. Das wird sich jetzt ändern. Da innere Angelegenheiten in meine Zuständigkeit fallen, wirst du mir bei dieser Operation Bericht erstatten. Mithrax hält sein Versprechen. Seine Spleißer dekodieren fleißig die Daten, die du aus dem Vex-Netzwerk geborgen hast. Zavala und ich sind überzeugt, dass dies die richtige Entscheidung war. Jahrelange verborgenen Operationen tragen in dieser Zeit der Not Früchte. Die Elixni würden sagen, die große Maschine gibt uns Kraft. Doch hätte Osiris uns nicht geraten, Mithrax direkt zu kontaktieren, wären unsere Operationen vergebens gewesen. Hüter, wir alle glauben, wir würden an Verlusten wachsen. Erst nach Jahrzehnten sah ich, dass wir nicht durch Schmerz lernen, sondern durch Risiken. Die Gelegenheiten, die wir ergreifen und die Kraft, sie zu meistern. Hier in der Stadt kann jedes neue Leben in Frieden beginnen. Ohne Angst, ohne Verlust. Wir müssen nur das Vergangene hinter uns lassen. Während du im Einsatz warst, bat ich den 14. Heiligen, die Ankunft der Elixni zu beaufsichtigen. Wenn wir den Kellbrecher als Fürsprecher des Hauses des Lichts gewinnen, werden andere folgen. Ich hoffe, er geht darauf ein. Wo uns die Dunkelheit zu spalten versucht, müssen wir bloß eine... Als ich diesen Sender bestellt habe, wurde mir gesagt, ihr Helm sei ein sicherer Ort. Schätze, es muss wohl reichen. Sei gegrüßt, Hüter. Ich bin Lakshmi II vom Kriegskult der Zukunft. Und ich bin hier, um meine Hilfe anzubieten, die du auch drängend brauchst. Der Kriegskult der Zukunft nutzt schon seit langem Vex-basierte Technologie, um in die Zukunft zu blicken.
Ich werde dir keinen Vortrag über die Gedankengabelung halten. Es reicht zu sagen, dass wir um ihre Gefahren wissen und das Gerät verantwortungsvoll einsetzen. Ich warf einen Blick in unsere Zukunftshütte. Und was ich sah, war grauenhaft. Der Himmel von Rauch verdunkelt. Schreie, Waffenfeuer. Und im Zentrum all dessen, mitten in unserer Stadt, eine Gruppe von Gefallenen. Dieselben Gefallenen, die ich zuvor sah. Ikora hörte mich an, beschloss jedoch, mich zu ignorieren. Die Vorhut schützt lieber ihr Ansehen als ihre Leute. Also werde ich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir können diese Zukunft ändern, sie verhindern, während ich dein Vorgehen gegen die Vex beobachte und helfe, wo ich kann. Behalte ich diese Gefallenen im Auge, falls sie anfangen, sich gegen uns zu wenden. Tja, als ich die rote Schlacht vorhersah, lachten sie mich aus, bis Golden Reisenden fesselte. Dieses Mal werde ich weder still noch höflich sein. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Hüter. Gemeinsam können wir unsere Stadt vor jedem schützen, der ihr Übles will. Gegen die Vex von hier gespürt und deine Siege. Dieses Gebiet ist eine Kreuzung. Viele Fäden verbinden diese Stadt mit den Vex. Sie versuchen mit ihrer Simulation der Stadt das Licht zu entziehen, sie ihrem Willen zu unterwerfen, genau wie du versuchst, ihr Netzwerk zu stören. Doch während du ums Überleben kämpfst, sind ihre Motive unklar. Die Netzwerkverbindung kann nicht unterbrochen werden, ohne deine Stadt zu zerstören. Beide sind miteinander verbunden und eine muss fallen, damit die andere fortbestehen kann. Doch es besteht Hoffnung. Jeder Vex, den du zerstörst, sendet Wellen durch diesen falschen, dunklen Himmel. Ich weiß nicht, wie viele fallen müssen, um die Simulation zu beenden, aber die Daten, die sie bewachen, enthalten die Antwort. Wir werden sie uns gemeinsam ansehen. Das schwöre ich beim